Aber das holt mich echt hinterm Ofen hervor, diese Finanzkrise, und ich finde die Bewegung so schön. Ich war am Mittwoch, hat sie nämlich ihren Geburtstag im Camp gefeiert, und da war ich das erste Mal dort, und das hat mir so gut gefallen, die Stimmung. Ich fand das einfach klasse. Und ich fände es toll, wenn immer mehr Leute da kämen, und deswegen habe ich mein Weihnachtsgeschenk Geld gespendet und werde allen Leuten erzählen, was mit dem Geld passiert ist. Ich habe den Mann mit der Sammelbüchse gefragt, und das finde ich toll. Der hat mir erzählt, wie teuer das ist, allein überhaupt dieses Camp zu unterhalten. Und da habe ich mir gedacht, oh, da müsste ich vielleicht noch mal mit ein bisschen mehr Geld wiederkommen. Und wir haben dann überlegt, wir fahren spätestens irgendwann mal im Winter, wenn Neujahr, hierher und mit Kaffee und Kuchen und irgendwas und kommen wieder vorbei oder so, weil wir sind nicht aus Frankfurt. Wir haben uns eben darüber unterhalten. Und es ist schwierig zu sagen, was man sich für eine Gesellschaft wünscht. Aber ich meine, der Kapitalismus ist einfach, ja, funktioniert genauso wenig wie vielleicht andere Staatsmodelle auch. Aber er funktioniert nicht. Man hat nicht das Gefühl, dass die Interessen des Volkes überhaupt vertreten werden. Und was hinter den Türen verhandelt wird, ich habe immer das Gefühl, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auch wenn ich Zeitung lese, Fernsehen, gucke irgendwas. Und ich bin ja auch nicht blöd und beschäftige mich und gucke Fernsehen und habe eine Ausbildung, wo ich vielleicht auch manches verstehe, aber ich habe das Gefühl, ich verstehe das alles nicht mehr. Das geht vielen Leuten so. Das heißt, die Politik und die Bürger, da gibt es eigentlich keine Nähe. Kein Verständnis und Mechanismen, die ablaufen, versteht überhaupt keiner mehr. Das würde ich mir wünschen. Ganz viele Leute hier. Mehr eigentlich erstmal nicht. Ich glaube, das würde viel bewegen. Weil das betrifft jeden. Also meine Mutter hat sogar 88 einen Kuchen fürs Camp gebacken.